Im Berliner Politikbetrieb erkennt man Bevölkerungsverdrossenheit. Einige fragen sich, bis zu welchem Punkt können wir zu weit gehen? In konzeptionsarmer Zeit sind kluge Antworten Mangelware, manche gibt es. Gute Zukunft braucht Förderung medizinischer Spezialisierung und Exzellenz, die ist lebensrettend. Und ich will Ihnen vorweg einmal sagen, dass diese 3,5 Jahre damals in Berlin als Patientenbeauftragter ich nicht bereue. Das hat meinen Blickwinkel auf das deutsche Gesundheitssystem noch einmal ergänzt und auch ein Stück weit verändert. Krankenhäuser sind neben den Schulen die wichtigsten öffentlichen Einrichtungen und sie müssen von demokratisch legitimierten Menschen verantwortet werden. Und nicht von Menschen, die von niemandem gewählt werden. Also es ist ja so, in der Politik fällt mir auf, dass die Leute immer schon was evaluieren wollen, was noch gar nicht da ist. Dafür bin ich zu knickerig. Nach dem Lauterbach-Prinzip, wenn man das anwendet, müssten 10 dieser Zentren geschlossen werden. Das wäre eine Katastrophe. Wir würden in eklatanten, in den wichtigsten Anteilen der Gesundheitsversorgung, würde diese Reform eine Zerstörung und eine Zerstörung übers Land gehen, die sich Jahrzehnte nicht mehr erholen würde. Der Hauptirrtum an den Plänen liegt aus meiner Sicht daran, dass man unterstellt, als würde Deutschland quasi eine weiße Fläche sein, in der es gar keine Krankenhäuser gibt. Und dann würde man quasi künstlich Krankenhäuser bauen, die eben genau die Strukturvorgaben haben, die jetzt in dem Papier der Regierungskommission stehen. So ist natürlich die Realität nicht. Man setzt also quasi voraus, dass Strukturmerkmale zueinander passen müssen, die medizinisch miteinander gar nichts zu tun haben. Man will also ganz stark zentralisieren und ich denke, das ist grundfalsch. Krankenschwestern beschweren sich ja nicht bei mir oder Krankenpfleger wegen Geld alleine und wegen Dienstpläne, sondern dass sie abends nach Hause gehen und sagen, ich bin den Leuten, für die ich da eigentlich verantwortlich mich fühle, nicht gerecht geworden. Wir treffen uns seit Monaten eigentlich regelmäßig und schauen genau danach auch, was für Synergien können wir schaffen. Wo können wir vielleicht Leistungen konzentrieren an dem einen Standort und dafür andere Leistungen an einem anderen Standort. Und ich glaube, da sind wir hier auch sehr positiv unterwegs im westlichen Ruhrgebiet. In der Politik können wir damit umgehen, dass wir mit Mehrheit entscheiden. Und uns deswegen auch anschließend nicht böse sind. Aber wenn einer anderer Meinung ist, ist das ja nicht jetzt unbedingt schlecht. Man lernt ja auch voneinander. Ich glaube, dass Herr Lauterbach doch auch sieht, dass es hier in Nordrhein-Westfalen, so wie wir es gemacht haben, auch so ganz schlecht nicht läuft. Und von daher gucken wir mal. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören.